Klick. Und klick. Oh, alle da. Uiuiui, das ging schnell. Ja, nur auf. Ich finde das Bild, was ich habe, gefällt mir so gut eigentlich. Nee, super, wirklich, ist klasse. Ich mag das. Das ist ein ganz toller Hubschrauber. Ein Kondor. Ja. Und Mark hat einen. Wie heißen die denn nochmal? Little Bird. Nee, heißen die ja nicht hier. Nightbird, genau. Und ich habe einen Rettungsring. Ja, einen Rettungsring habe ich auch. Ja. Du hast das Bild ja auch vom Kondor, also. Ja. Also Durchbruch. Ich klicke mal ganz normal auf Durchbruch. Sind ja auch 64 Spiele. Einmal Durchbruch und danach können wir ja nochmal gucken. Ja. Die Exodus-Liste hat mir wirklich gefallen mit den alten und neuen Maps und 32 gegen 32. Das fand ich lustig. Und jetzt haben die mir mein Spielzeug weggenommen. Uns. Aber mir ein besonderer. Blink. Noch ist es ja nicht so warm. Mhm. Aber morgen wahrscheinlich dann schon. Oh. Laut Anzeige ist die Wolke noch nicht in unserem Squad. Und entschlossen! Was? Stimmt. Guck mal gleich mal. Ich lad doch immer, lustigerweise. US-Kräfte haben eine Schiffsverschrottungsanlage im indischen Alang besetzt. Offenbar ist sie wichtig genug, dass die Russen sofort Truppen entsandt haben. Jetzt Stoß zu unseren Einsatzkommandos und stoppt die russischen Invasoren. Wir müssen also verteidigen. Sind begrenzt, also seht zu, dass sie für jeden Schritt teuer bezahlen. Also los, euer Transporter. Welche Shotgun nimmt ihr mit? Ist der jetzt, welchen nimmst du mit? Also wenn, dann würde ich hier die Auto-Shotgun mitnehmen. Aber mit der anderen kannst du snipen. Mit Slug-Munition. Ja, toll. Also hast du ein bisschen mehr Range. Genau, mit dem Sniper snipen. Ja, ich snipe aber genau mit allem anderen, bis auf den Sniper, weil ich mit dem Sniper nicht snipen kann. Munition. Was war denn? Probier's einfach mal. Jetzt kannst du weitermachen! Los, Alter. What the fuck? Ich sehe nur Rauch hier.
Verdammt. Oh, du bist geflogen, Scoobert. Mhm. Ich hab mich an den Hubschrauber gehalten. Und dann abgestürzt. Tja, gegen die Helis? Wir haben diesen Sektor verloren. Formiert euch in sind ein Problem. Ja, jetzt. Die sind ein Problem. Ich nehme mal Anti-Air mit. Brauche ich bloß Muni. Irgendwer von euch Muni? Ja, sicher. Muni habe ich immer dabei. Der ist wahrscheinlich getan. No. Er hat nicht getan. Mag der schon mal eine Munikiste hinstellen hier aufs Schiff oben? Ja, wo ist denn das? So. Munition gefällig! Danke. Kommt, Hubschrauber. Wir haben auch einen. Okay. Die Frage ist, wie lange lebt der? Ja. Wo sind die Helis? Welche? Gegner und unsere. Verbündete am Boden! Ich hasse es. Wo ist hin? Miopi. Heli, hab ich abgeknallt. So lächerlich, nur viel Schaden gemacht. War noch eine Munikiste? Ist die weg? Die ist weg. Die wurde weggeschossen. Warte, ich leg's wieder hin. Ich lerne nach. Okay, Mann. Liegst ich du? Hasse es. Ich gehöre mich nicht, Wunde Heli. Scheiße. Welche Waffen zählen denn so als Schrotwaffe? Das ist nur die eine, die man auswählen kann. Die. Warte, warte. Die haben es 88 und die haben die M-Sport. Die hab ich dann noch nicht, ich hab nur die MCS 88. Kannst du die gerade nur die benutzen? Aber ich werde wieder auf die AK wechseln, weil. Ein Ziel ist jetzt in russischer Hand. Läuft. B1 was aber. Zwei ist auch gleich weg. Also mit der Schrotflinte komme ich noch nicht mal ran. Sache.
Bravo 2. Oh, shit. Verdammt nochmal! Wo ich gerade hingezogen habe, das ist ein Wunder. Eigentlich ist das letztes Mal gerade umgekehrt. Ich hätte nämlich die Gegner B1 setzen und wieder B2. Wir können auch richtig chillig einfach nur Granaten runterwerfen. Autsch! Na, Dicker! Jetzt hab ich eine ganz böse verschluckt, Jürgen. Oh. Ah, die Helis, ne? Die leben schon die ganze Zeit, man kriegt die einfach nicht. Die Russen verlieren an Schlag. Oh. Langsam aber sicher. Oh, oh Gott. Ich bin an der Kasse. Geil, oder? Oh! Das ging schnell. Na, fuck. Guck mal. Im Gegnerteam. 45-0. Ob das wohl ein Helipilot ist? Bin mir nicht so sicher, aber. Ja, sich fix. Könnte mir ja fast vorstellen, dass das so ist. Abartig. Haben sie alles erobert? Ja, war? Okay. Nice. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Lustig. Errichtet in diesem Sektor eure letzte Verteidigungslinie. C2.
sogar an den Containern. Ihr Fahrzeug ist kaputt. Ghost of Phantan, okay, du kannst nicht mal kreuzweise. Dominiert er das ganze Spiel mit seinem scheiß Heli. Feindliche Verbände haben ein Ziel übernommen. Wir müssen uns an den Zielen sammeln. Die Russen rücken schnell vor. Boah, direkt vom scheiß Heli, toll. Ja. Nicht so gesund. Ich weiß nicht, was die Leute im Marv sitzen. Im Marv, einer, ich war drin, Rocket Launcher. Da hat man einen Heli fast runtergeholt. Hätte auch irgendein anderer von anderen Geschützen noch einen Heli geballert? Wäre der Marv jetzt weg. Wäre der Heli jetzt weg. So. Da sitzt doch noch EMP-Tier. Ja, klar. Unser Verschleiß ist gefährlich hoch. Es ist aber auch nicht normal, was der da macht, eigentlich gerade. Der mit den 70 Kills? Meinst du, mit 70-0 wäre nicht normal? Ja. Nee, das ist nee, auch gerade der Dings-Heli, was da alles trifft. Ist nicht normal. Hast du aber komplett recht damit, Alter. Balance ist das. Alles andere ist Balance, Alter.
So, müssen wir noch mehr Durchbruch spielen für die Mission, oder? Ich sehe es gerade noch nicht. Ja, und ich lade noch. Ich habe nur noch einen Haufen neue Sachen freigeschaltet bekommen gerade. Hä? Oh. Ja, es gab auf jeden Fall den I4 Bonuspunkte. Oh. Ach, ich habe auch einen Haufen Sachen, aber die habe ich alle schon. Gibt es keine Ersatzmission mehr? Wenn die eine weg ist, kommt doch normalerweise eine neue dazu, oder nicht? Doch, da bei Abel. Du musst aber drei abgeschlossen haben, damit du die freischalten kannst. Achso, ich muss drei abgeschlossen haben, okay. Steht eh dran. Da steht eh drüber, über diesen Lock da. Unlock by 3, Unlock by 5, Unlock by 4. Und die ersten drei Sachen habe ich freigeschalten, deswegen. Die Sachen, die ich gerade angezeigt habe, die hatte ich noch gar nicht. What the fuck, Alter, was? Das stimmt, manche von denen hatte ich auch noch nicht. Kommt man da. Kommt das immer wieder? Wo kommt das jetzt her? Blattschneider viel von dem Kram, ne? Ja. Ich hätte sogar für Dozer einen richtig geilen Skin, aber. Habe ich das so schnell weggeklickt? Jetzt weiß ich gar nicht, wo das alles ist. Da, Carboneutral für Dinges. Raoul. Das ist auf jeden Fall neu. Raoul? Oh ja. CO2-neutral meinst du? Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ja, Carboneutral. Ich habe das Spiel auf Englisch. Die sieht nicht schlecht aus. Und Fahrzeuge. Für Innenpanzer haben wir das Game freigeschaltet bekommen. Nicht für den, auf jeden Fall nicht. Für den anderen, für den T28. Jo. Ja, die hatte ich komischerweise schon. Und dann für Rao, okay, die habe ich gerade gefunden. Ja, da benutze ich bei dem T28 benutze ich Rasputin einfach. Ist mir zu hell. Ist doch die. Na, ich finde das Ding, was vorne ist, ist geil. Oder ich würde dann echt dieses Canobike-Karte benutzen. Ach, Rasputin, ja, nee. Nee. Was denn noch? Und irgendeine Waffe? Ich glaube für die DM7, ne? Gab's auch einen Skin. Ein Fahrzeug und Rao, den ich eh nicht benutze. Weiß nicht, mit dem Blattzeug sieht jetzt komisch aus. Habt ihr was dagegen, wenn ich auf Eroberung drücke? Ja, kein Breakthrough mehr, bitte, danke. Gut. War, ja. Ah, für die M5 haben wir einen Skin bekommen. Die M5? Ah, aber ja, habe ich den T1-Skin. Den T1-Skin tue ich nicht weg. Nein. Nein, ich würde den sogar benutzen, über den T1. Und habe T1 aus mir freigespielt, Alter. Ich habe in der M5 habe ich fucking 30 Kills, Alter. Direkt von einem 5 weggegangen. Bin ich instant auf das LCMG gegangen. Nachdem ich das PKP freigeschalten hatte, habe ich das PKP gespielt. Das gute Pikachu. Gib gute Bescheng. Rückzug! Die Schlacht ist vorbei. Wir haben für heute genug Truppen verloren. Habt ihr irgendwas gesagt? Ich war gerade weg, ohne mich abzumelden. Nee. Runde zu Ende? Ja, schön. Cool. Was? Läuft bei uns. Hä? Wir starten doch gerade erst. Ja. Ich hab wohl als erstes reingeladen und Runde zu Ende. Gut. Ah, nice. Dann kriegen wir jetzt eine frische.
So, Schrotflintenkills. Ich habe eben gar nicht darauf geachtet. Wie viel braucht man? 4 Stück? 3. 3. 3. Okay. Wir sind doch nicht mal letzter. Cheats. Gibt sogar einen Battle Pass Punkt. Ja, so schnell kann's gehen. Totally earned. 0. So, vielleicht können wir jetzt ja mal Battlefield spielen. Was ganz Neues. Wir haben einiges vor. Ach so, das sollten dann ja jetzt wieder 128 Spieler sein, ne? Ja. Mhm. Ich hoffe. Ein bisschen Chaos. Gut so. Aber man findet natürlich auch dann häufiger mal irgendwie Leute, die nicht so aufmerksam sind und so, und die man wegmachen kann. Das ist der Mini wegklatschen. Ich weiß gar nicht, was für Sachen ich jetzt machen muss. Ich bin bereit. Ich auch nicht. Wolke ich auch nicht. Ihr werdet zu einer Satellitenstartrampe in Französisch-Guayana verlegt. Vor etwa 20 Minuten sind dort russische Truppen gelandet. Sie werden euch belagern, wird also kein Spaß. Aber die Sicherung der Anlage ist für unsere Weltrauminteressen von größter Bedeutung. Ihr werdet gleich abgeholt. Macht euch marschbereit. Nehmen wir einen Spawn-Beacon mit. Mal gucken, vielleicht finde ich einen guten Ort. Mhm. Irgendwo, wo es ein bisschen enger ist, oder? Dass man da wieder spawnen kann, dass man mit der Schrotflinte vielleicht ein paar Kills hinbekommt. Mhm. Einfach reinlaufen mit der Shotgun. 3 Kills machen und raus. Rambo! Der hat bei mir funktioniert, in der ersten Runde direkt. Nice. Bei mir nicht. Ich bin vorher mal gestorben. Ich bin Angel, Alter. Immer durch den Heli gestorben. Mission ist Objekte capturen, Squad Mode reviven und Multi Kills. Wo siehst du das? Mission. Mission? Einfach Escape drücken. Escape drücken. Ah! Und? Okay. Und fahren wir überhaupt? Scuba, ich weiß nicht. Hast du da gar nicht mit drin? Das waren 2 grüne Autos. Du hast mir nicht gesagt, welches grüne Auto das richtige ist. Vielleicht so den D-Bereich? Robert, so. Mitten drauf. Ja, da ist auch so ein Tunnel, der eng ist. Ein verengter Kapaltunnel. Alte Zockerknöcke. Ja, so lustig, ja, schon wieder Hubschrauber. Ich habe eine Allergie auf einmal gegen Hubschrauber. Zu meiner Markierung vorrücken. Das ist ziemlich weit weg. Brechen wir auf. Nice. Das war rein in die Halle hier. Fahrzeug. Hier könnte ich einen Weg hinstellen, aber vielleicht auch ungesund. Nee, hier ist Luft. Aber wir haben D. Was gut ist. Wo sind die Feinde alle? Bei A, bei B. Und mein Ping spielt verrückt. Ach. Muss es einfach leben. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Ah.
Ach, hier war dieser tolle Tunnel, ja, erinnert mich wieder. Das sind hier natürlich keine Feinde. Ja, das stimmt. Der ist bestimmt auf dem Haus. Hier in den Tunnel geschossen. Kontakt! Die Russen greifen eines unserer Ziele an. Wie ich mit der Schrotflinte daneben schieße. Aber warte, ich hol dich. Die landen jetzt auf dem Dach, die landen jetzt da, wo ich fliege. Sind nur 5, schaffst du. Holst du mich doch nicht? Ach fuck. Da hinten war er. Da läuft die Liste blau und mit der Shotgun rum. Ich frag mich, wer das war. Was liegt dir denn da so auf dem Boden rum? Was? Wer? Wo? Ich spawn mal bei meinem Beacon. Im Tunnel. Ich versuche jetzt mal die einzusteigen. Oh ja, ich bin im Tunnel gelandet. Oh, wie ich daneben schieße, ey! Mann! Belastend! Der steht direkt vor mir! Haben sie meinen Beacon? Ja. Nein, haben sie nicht. Okay, meine 3 Schrotflinten-Kills hatte ich. Die Autoschrotflinte ist gut. Ich habe keine Autoschrotflinte. Ich habe nur die eine. Auch nicht freigeschaltet. Die Scheiße. Kann sein, dass sie jetzt in den Tunnel kommen. Deswegen. Echt? Bitte. Ich will auch die Autoschrotflinte. Digga, Scopi. Ah, Scopi, Alter. Super, super deep, Alter. Was war das denn gerade? Wirklich. Welche Seite von der Seite, oder? Oh, bitte. Von der anderen Seite. What? Boy. Oh boy. Der kennt uns ab. Hat er weggeschossen jetzt. Mein Beacon ist tot. Digga, von beiden Seiten. Unsere Truppen kontrollieren die. Mai, erst. Alliierte sichern gerade Ziel Delta 2. Ungeduldig haben mich jetzt zu E. E und dann wieder zurück zu D? Zu D1 will ich. Zu D1 willst du. Ich würde mitkommen, wenn es okay ist. Ich nehme einen schnelleren Weg um hier, okay? Das ist gut. Die Seilwinde kommt hier mal hoch. Ja, lad ihn ab. Ich hab einmal getroffen. Ich hab auch einen getroffen. Mit der Schrotflinte auf das Zahl. Das ist toll, das ist ein ziemlich böse Tower. Das ist. Oder wie. Na, komm schon. Geh schon. Lade gerade nach! Das nennt man ein Retztrain. Eine valide Taktik. Das stimmt. Und Gewitter pimmelt schon schön an der Flagge, während wir hier sterben. Injektion bereit. Wie ist hier die Lage, Gewitter? Irgendwas gesehen?
Zum Beispiel ein Auto. Wow. Bro. Ich schwöre, man Game manchmal. Logitech, du bist mal einfach komisch. Gucken wir vielleicht die Logitech. Aus Scuba, den hatte ich auch nicht mitbekommen, dass der von hinten jetzt kam. Ich bin gerade erst gespawnt und dann hat er uns beide erwischt. Ich konnte nichts machen. Ich war noch nicht mal auf dem Boden gelandet, da war ich schon wieder tot. Er ist auch nicht wahr hier. Ich spawn mal bei meinen Peoples. Da geht aber wer auf den Turm hoch, ob das eine gute Idee ist. Da oben. Und unten sind auch eine Menge Leute. Granate geworfen! Nachladen, Alter. Feind am Boden! Ihr schafft das, Leute! Oh, das ist doch. Ich hasse diese Schrotflinte. Ja. Langsam schwächen wir sie. Wir müssen nur zusammenhalten. Kann ich auch einen Kieselstein werfen? Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Wäre wahrscheinlich besser. Junge. Echo 1 wird gesichert. Na Gott sei Dank, endlich mal hier. Hier ist aber bestimmt schön ruhig. Oh fuck. Unsere Truppen kontrollieren den meisten Sektor. Sektor Alpha jetzt sicher. Bei dir, Mark. Das ist eine scheiß Seele hier, oder? Da ist einer drin bei uns. Die Schrotflinte. Ja, ich muss nachladen. Ja, und was du meinst, ne? Ich hab's gesehen, so alle Kugeln um ihn rum, so. Ja, ich kann nur auf Distanz mit der scheiß Schrotflinte was treffen.
Komme ich da hin? Wir natürlich nicht. Wir auch nicht. Hier sind doch überall Feinde. Oh. Boy. Also für die Schrotflinte müssen die Gegner erst stehen bleiben, damit ich sie treffen kann. Wo bin ich jetzt denn gespawnt? Nicht mehr bei A. Oh. Oh fuck. Truppen angegriffen. Oh. Ich sterbe, ich muss reviven. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Gegner hat Sektor Delta besetzt. Halt uns hier so weg, ey. Nach oben drauf sind's noch welche. Jo. Ich kann dir helfen, ich
Ey, Digga, so geht der Fortschritt nicht voran, Alter. Hilfe. Ah, ich kann gleich die Waffe wechseln. Endlich mein dritter Kill. Ich kann helfen! Lass ihn jetzt vor! Injiziere Dosis! Oh, jetzt sind sie bei C1. Ich bin. Komm, ja. Ich schwör, Digga, es bringt gar nichts mehr, Alter, wirklich. Wenn wir von Scott mal revived werden, geht nicht. Ich will einen reviven, geht nicht. So geht das Liquid Ding weiter, komm jetzt bitte. Hi. Ich werde mit der Wiki, glaube ich, nie fertig. Einfach. Danke. Wenigstens einmal. Das zählt wenigstens. Nee, OP, wenn ich sterbe, bitte revive mich immer wieder, okay? Lass mich kurz überlegen. Nein. Doch. Es geht um die Wiki. Du musst von Squadmates revived werden. Was? Oder du musst Squadmates reviven. Warte mal, ich spiel Falk. Also Medic. Ich werde auf keinen Fall irgendwen wiederbeleben. Wurscht, ich kann auch dich auch wiederbeleben. Das geht auch. Das wird zu mir. Versprochen. Boy. Da ist er noch. Injiziere Dosis! Ich schneide dir was! Nein! Oh. Jetzt kann ich endlich auf eine 50er Waffe wechseln. Ich muss gerade sagen, jetzt wieder beliebt. Scheiße. Oh, bring mir mal weg. Danke. Snapshot, please. Gott, bitte, komm, komm her. Komm her. Nee. Knapp, ey. Die Niederlage akzeptieren und uns zurückziehen, echt knapp. Wir noch können.
Truppplatzierung 2, hey. Ja gut. Dann unser Squad ja auch relativ weit oben auf unserem, unserer Teamseite, ne? Ja. Ich habe gerade 16 Punkte bekommen. 16 Battle Pass Punkte? Alles klar. Ja, 10 gibt's ja für die wieder. Ne? Ah, okay. Und dann noch 6 oben drauf. Gut, das waren ein paar Stufen. Ja, gut. Kann ich jetzt deinstallieren, würde ich sagen. Nö. Hier bekommst du für die erste Reihe von den Quests und 5 Punkte, also 5 Punkte pro Weekly bekommst du ja für die zweite Reihe. 16 hatte ich! 16! 16 Punkte, wie viele Missionen hast du abgeschlossen, Alter? Anscheinend einige. So, 3 hast du sicher abgeschlossen. Katar. Können wir ein bisschen Fußball spielen? Wir schicken euch nach Doha, Katar. Extreme Bedingungen haben dort zu einer Massenevakuierung geführt. Russische Truppen versuchen, liegengebliebene LKW zu bergen. Wir kennen die Lage. Ich habe das Gefühl, dass meine K30 für diese Map nicht die richtige Waffe ist. Die Stärke ist unbekannt. Wir erwarten heftigen die Map? Ja. Doch. Die K30. K30 geht immer und überall. Bald habe ich sie auf T1 und spiele was anderes. Nee, ich habe sie schon auf T1. Ja, ich leider nur die M5. Ich habe die PKP und die Kotter aus, ich auf T1. Die PKP. Ja. Ja, die war meiner Zeit ganz schön stark. Die ist doch geil. Ich hasse gespielt, wenn sie nicht so stark war, Alter. Die ist geil, das Ding. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ey, irgendwie, ich mag die nicht. PP, sag ich, die PP nach dem Fallentisch nicht spielt, ist alles okay. Wird nie angefasst, ganz ehrlich. Ja, aber jetzt ist die Schrott. Die PP. Muss ich gleich meinen Router neu starten? Ich weiß nicht. Der mag Battlefield nicht. Zu viele Datenpakete. Muss bei euch in der Nähe bleiben. Ihr müsst mich reviven und ich muss euch reviven. Ihr fucking Weekly, Alter. Da könntest du wirklich auch mal reviven. Guck mal, läufst du nebenbei her. Ja, würde ich ja gerne. Würde ich ja gerne, aber ich sterbe die ganze Zeit immer. Und dann tue ich mich irgendwie random reviven, Alter. Da bringst du auch nix. Samuel Fellows, I'm gay, guys. Wen interessiert deine sexuelle Orientierung? I do not understand. Die 1 wird weggelutscht. Zur Markierung, verrückt! Ich weiß, das ist ziemlich weit! Brandgranate. Ja, alle am Brennen. Cool. Leider bin ich tot. Endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle.
Sie haben Sektor Delta. Ihr seid Richtung A unterwegs, ne? Ich versuch mal unsere D-Flagge wieder zu bekommen. Dafür bräuchte ich aber nicht das Fahrzeug. Egal. Kuba, hol mich. Yep. Ich will nicht. Ah, jetzt wieder. Danke. Danke, dass ich damit kriegen kann. Ich bin da weg da drin. Weiter geholt. Sehr gut. Ach, verdammte Scheiße! Hui. Du bist auch der Arme. Kleinen Schweine. Ach, wieso jetzt ein Sturm? Rakete hängt im Busch fest. Auch nicht schlecht. Lagerbericht. Unsere Truppen kontrollieren die meisten Sektoren. Scheiß Heli. Tja, so ein bisschen Team jetzt keine mehr. Oh, warum ist es so weit vorgelaufen? Oh. Zwei Helis auch noch, Scheiß. Ich wollte es richtig wissen, ja. Scheiße, ich sag doch irgendwas. Achso, was ist bei mir? Okay. Dann bin ich schon weitergelaufen.
sich um Bravo 1. Aber kann er abfangen. Da machst du nichts gegen den Heli. Einfach zu stark. Versuch mal zu dir zu kommen, Scubert. Ja, sie kommen jetzt zu mir. Kommen von oben vom Hügel runter. Hier, nach 2, 3. Hier ist einer direkt vor dir. Der kommt jetzt. Jetzt hoch aufs Haus. Ja, ist oben drauf. Läuft nach hinten weg. Läuft runter. Nice. Kommt zu mir. Ist unten jetzt bei den Palmen. Perfekt. Oh, eine gute Nate hat mich. Wow. Der kommt jetzt. Fahrzeug vor! Halt an einer Bohlen! Gib mir Deckung! Ich lade nach! Die Flagge, dann geht sie runter. Hier in der Ecke kann man einnehmen oder sonst in einem anderen Haus. Ah ja, okay. Ah. Kommt wieder ein? Schritte. Ja. Du guckst nach links oder wo guckst du? Ich guck nach links, ja. Da oben ist er. Mein Ziel ist erledigt. Oh, Tier 1 mit der K30. Na endlich. Wunderbar, Zeit. Was ist denn wieder auf der anderen Seite los? 62-0, 64-0? Netter. Ja, die Heli sieht da. Ja. Da bin ich nicht von weggegangen, das war einfach zu nervig. Boah. Das könnte helfen! Hilfe schon! Hilfe schon! Ich hab die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen.
Oh. Holt mich einer von euch? Mhm. Sind da noch Feinde oder ist das sicher? Nee, aber Mate holt mich. Passt perfekt. Okay. Wenn der mich holt, seht ihr das ja auch. Jawoll. Unten drin oder wo war er? Hab ihn. Neutralisiert! Hol uns bitte! Nein, mach ich nicht. Ich bin Sunny, ich belebe keinen wieder. Jetzt schulde ich dir was! Ja, Muni. Muni würde ich nehmen. Prinzipien, wa? Ja. Ich hab gehört, man braucht Prinzipien im Leben. Ich muss nachladen! Hab ich gehört. Ich lade nach. Nachladen. Zwei Raketen, aber das stört den Transportheli nicht. Nö, das stört den nicht. Warum sollte es auch? Außer Muni? Immer. Flugabwehrraketen, die ich dann sinnloserweise auf Flugzeuge schieße und Schrauber, die dann nicht sterben. Was machst du denn da? Ach, das machst du absichtlich, um den Erfolg zu kriegen. Okay, ja, ja. Du bist doch mittlerweile durch. Also. Jetzt die Furcht, danke. War der letzte. Oh, B1 fällt wieder. Ich geh zurück, Jungs. Tschüss. Okay, ich folg dir. Hä? B1 ist doch noch voll. Hä, das ist runtergegangen. Was war das? War das der Heli wahrscheinlich? Ja. Aber ihr habt auch alle Flugabwehrraketen, ne? Den machen wir jetzt platt. Nee, ja, aber ich hab keine Ahnung. Nicht. Ich schieße immer mit der Rakete von Liz daneben. Irgendwer hat doch sicher... Oh, das ist nicht schön! Den interessiert meine Sticker leider nicht. Das stimmt. Irgendwer Muni? Einfach irgendwo hinschmeißen. Ich sehe das dann schon. Oh. Ich gebe ihm zwar einen Treffer, aber sein Treffer ist größer als meiner. Oh. Ich spiele mich mal auch wieder K30, weil jetzt muss ich auch SMG-Kills machen. Skubat, kann ich kommen? Ist da wer? Bist du sicher? Ist alles gut? Ich bin sicher hier, ja. Alles super. Der Gegner, der mich geholt hat, der hat einen Grob runtergeschossen und runtergeflogen. Munikiste, ich brauche eine Munikiste, bitte. Ja, hier dran, leg doch an. Ah, danke. Ist hier. Ich hab mal reingegriffen in die Box. Der Cut, meine Karte reißt. Was für komische Aufsätze spiele ich hier gerade. Oh Gott. Okay. Das ist wie ein Panzer, glaube ich. Shit. Irgendwo. Ich hör auch irgendwas. Er ist direkt bei mir. Ist hinter der Brücke jetzt. Schön Gewitter, schöner Kill. Ich hab gerade 30, Alter, richtig ungewohnt. Schnelle Feuerrad, Alter. Der scheiß Panzer da oben. Verbündeter
Beine. Bin schon da. Hallo Heli, toller Heli, ich mag dich auch, natürlich, der mag dich nicht. Hab ihn sogar getroffen. Scharfschützen auch noch da raus, ey. Geht schon besser? Fahrzeugschaden. Wie ich es nicht mehr sehen kann. Fuck. Irgendwie fühle ich mich hier festgenagelt. Ja, also nach vorne geht nicht wirklich viel, da sind scheiß Scharfschützen, ey. Hinten, von der Brücke. Oh, 25,3, ja, gut. Hält zwar nicht mit den 91,0 und den 80,1 und so mit, aber. Junge. Dafür benutze ich auch ehrliche Waffen. Feindliche Kämpfer kontrollieren Sektor Alpha. Ist der T1-Skin nicht schön? Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Ja, aber das ist too much, ne? Transport-Heli mit der 50er schon viel zu lange zu stark. Und die neuen Helis noch dazu, da müssen wir was machen. Ein bisschen zumindest. Verbündete unterwegs zu Alpha 3. Hätte ein gutes Match werden können ohne die Helis. Wie viel haben sie jetzt zum Schluss geholt? 195. Boah. Und ich glaube hier Black Cats saß auch mit drin, oder? Bei 111 Assists. Ja. Und Bueno MTV 97 Assists, die waren auch alle damit drin.
eine Runde noch spielen. Dann habe ich wahrscheinlich keine Erfolge mehr. Ach doch, doch. Maria Falk meldet sich zum Dienst. Sprengsatz, Nahkampfwaffen, Munition versorgt. Okay, okay, okay. Ich finde die Performance mit 118 die Spieler innen nicht so schön. Bei 64 fand ich es irgendwie angenehmer. Oh, ich will einfach nur die Mini-Kills machen gerade. Bock auf die Mini-Kills. Hallo. Hallo. Lasst uns da draußen effizient vorgehen. Diese ägyptische Forschungseinrichtung ist für die globale Nahrungsproduktion von größter Bedeutung. Die USA wollen die Kontrolle übernehmen. Das dürfen wir nicht zulassen. Unsere Infanterieverbände sind unterwegs zur Einrichtung. Die Amerikaner dürfen sie nicht übernehmen. Ihr habt es in der Hand. Wie bin ich denn geflogen? Was hat man sie da getroffen? Getroffen und durch nichts, aber es hat irgendwas gefahren und es hat explodiert. Weil es jetzt beide terminated. Ich glaube, es ist Krieg.
sein, ne? Der böse Mensch. Dosiere! Attacke! Bro, hab ich gerade einen 5-fach-Kill mit Dings gemacht? Schon aber muss liegen bleiben und wegkriechen vom Fenster. Ja. Wegkriechen ist so eine Sache im Game. Ja. Fasse Dosierung an! Gib mir Deckung! Ich lade nach! Okay. Hier scheint es gefährlich zu sein. Jetzt kannst du weitermachen! Hier ist was los. Alter. Hast du so ein Lebenskit für mich hier? So ein Pflaster? Ja. Nette Runde bisher, Gewitter. 16-1. Wir machen sie mürbe. Ja. Das. Jetzt tu nicht so. Ich bin nicht so gut, also ich nehme es nicht so. Ein Casual Player. Das ist so, Score ist wieder normal, danke. Ja. Der hat der Rest nicht gesnappt, Alter, ich liebe das Ding. Kommt so schnell wie möglich zur Markierung vor! Also, was für Aufschluss benutzt du eigentlich auf deiner AK-30? Mio, auf jeden Fall die Standardmunition, also die kommt ja normalerweise, glaube ich, mit dieser Starkmunition, ne? Die Standardmunition. Das ist Time to Kill. Laser. Also ich benutze halt das Standard Ammunition Drum-Mag. Ja genau, Standard Ammunition. Ich nehme meistens das 40er, manchmal das Drum-Mag, je nachdem wie ich Laune habe, ja. Und den Laser halt, weil das Ding ist ja eine Hüftfeuermaschine, ne? Das ist ja abartig, das Ding. Ja, nee, ich hab ganz normale Cobra Grip. Warum? Hab ich drauf, dann halt eben meinen Warhawk-Kompressor. Wieso ein Cobra? Sym.gg, kennst du die Seite? Ja, ne? Ja, kenn ich, hast du mir schon gezeigt. Aber warum Cobra Grip? Aber, weil ich damit besser... Das sind die Dinge, mit denen ich am besten spielen kann, wirklich. Und kein Laser, ja? Nein, kein Laser. Ich starbe mit dem Ding. Im Hüftfeuer geht's oder so, also. Da mach ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Ja, mit Laser kannst du halt Hüftfeuer snipen. Wenn man da Bock drauf hat. Brauche Hilfe! Thank you.
Lass jetzt! Lass jetzt! Oh, wie doof, hey. Sind Zweier da. Hat er gut gezählt. Okay, ich wurde gerade promoted, ist auch okay. Promoted! Tief ein! Bin schon da! Hier, Munition! Der steht da! Hast du nicht gesehen, Alter? Furchtbar. Okay, eine Wiege fehlt mir jetzt nur noch. Angriff auf Echo 1 eingeleitet. Aber egal, von der Karte raste ich gehe weg, weil die ist zu OP. Feuerrad ist einfach nur boah. Guck mal. Markiere Gefahr. Ja. Ja. Versorgungskiste bereit. Ja. Ich schwöre, diese Traxeni. Muss unser Sani. Versucht unsere hinteren Flaggen zu halten, aber mit wenig Erfolg. Du denn zu holen noch oder? Nee. Ach, nein, ist ausgeschieden. Die kann einfach alles haben. Ich schwör's, soll ich jetzt einfach mit dem Messer rumlaufen und gucken, ob ich was holen kann? Glaube, die mögen uns nicht. Heilt und Anheilt. Den Chat only show when active.
Boah, jetzt kommt der Chasseli wieder. Ich mag ihn nicht. Mahlzeit. Oh, geil, Alter. Da kann man auch richtig Brocken mit. Nee, Allergie, also ballert auch nicht ran. Oh. Gucken. Tags, Badges, Weapons, etc. Ist geschützt aus. Ah, 180 Kills. Wir haben mal einen Entlastungsschnitt vorgenommen. B1 ist jetzt erobert. Vielleicht können wir was von hinten machen. Wie kommt, ich will doch nur meine Minikills haben. Ach, ich dachte, du spielst, um zu gewinnen. Nee. Um Spaß zu haben, Alter. Bro. 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 Wer lag denn gerade noch von euch? Auf D2. Ich bin wieder nur C1.
Das ist dringend aus dem Keller. Natürlich sniperst du hier rein. Klar. Zur Markierung vorrücken. Ich weiß, das ist ziemlich weit. Rang 140, 139. Mal gucken, wie viele Punkte ich bekomme. Ah, 25 Punkte habe ich gerade gemacht, danke. 25 Battle Pass Punkte? Ja. Oh, das ist klar. Battle Pass Level 44. Jesus. Und ich dachte, meine 16 wären toll. 25? Gut. Ja, ich habe ein paar Dinge abgeschlossen. Ja, hätte ich mir jetzt fast gedacht, ja. Fehlt ja eh noch einer. Aber er hat noch nicht die richtige Map dafür. Fucking Melee Kills. Das Einzige, was mir fehlt. Die alte Linse. Hm. 25. Kann man mal. Oh, mal gerade. Weiß es nicht. Kam mir irgendwie unbekannt vor. Lasst uns anfangen! Ein Erdrutsch in den Rocky Mountains hat uns Einblick in Black Ridge gewährt. Was wir dort gesehen haben, ist eine direkte Bedrohung. Eine Waffe, die wir nicht dulden können. Die heutige Mission ist wichtig. Ihr begebt euch mit russlandfreundlichen Verbänden zur Basis und sichert dort sämtliche Sektoren. Bringt das in Ordnung. Euer Transporter wartet schon.
Oh, jetzt spielst du zum ersten Mal in groß. Eieiei. Bis jetzt waren wir immer nur auf der 64er-Version, Mark, oder? Ja. Okay. Stimmt. Das sind ein paar Flaggen. Überall, wo ich draufklicke, alle Plätze besetzt. Ich hab auch so ein Déjà-vu. Tja, dann warte ich halt. Bin ich ja dankbar, dass ich nicht automatisch eingesetzt wurde. Kann ich ja warten. Was ob? Oh je, wer ist nach hinten, Alter? Wahrscheinlich der auf deinem Heli abgesprungen. Ich mag die Map. Die Map ist so eigentlich. Der so, oh, der hat wirklich mich, oh, der hat wirklich so lange gewartet, bis der Typ mich erschießt, damit er den im Nahkampf erledigen kann. Scheiß Wochenziele. Sind hier viele Türen. Karte gefällt mir in groß. Ich will das noch hin, Alter. Was soll das wirklich? Ja, was soll denn das? Wir hinken hinterher. Wir wurden von einem Ziel verjagt.
Sie haben Sektor Charlie eingenommen. Pium, 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 wer schießt denn da auf mich? Wahrscheinlich eh zu weit weg. Oh Gott, nein. Sektor Echo ist unter unserer Kontrolle. Oh, hier unten war ich noch nie. Scheiße, wo versteckt man sich denn hier? Okay, da schon mal nicht. D1 ist abgefahren. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Boah, sind da viele. Funk so schnell wie möglich zur Markierung vor. Attackieren jetzt Delta 1. Aha. Aha. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Hey, Leute! Hier, hey, 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 h
Wild Mike Twitch TV. Oh, das ist der, was ich rede. Bitte? Was schon? Nee, was schon. Das ist okay. Wer redet denn nicht? Ja, er. Ich glaub, wenn es der ist. Schon wieder Wild Mike Twitch TV. Trifft aber ziemlich gut, der Mann. Vor allem, er schießt schon, bevor ich überhaupt um die Ecke komme. Jupp. Aber hey, wenn er Twitch TV im Namen hat, dann wird er sicher nicht schießen. Er streamt ja alles, dann würde man ja sehen, dass er cheatet. Oh, er schießt sogar. Okay. Er schießt sogar durch den Rauch, wo keiner irgendwas sieht. I like that. Da hat er auch so einen Twitch-Stream gehabt, ja? Irgendwer mit TTV im Namen, er würde nicht schießen. Niemals. Sprengsattel ist frei! Stimmt. Sprengstoff ist bereit! Irgendwer Muni? Jo. Nope. Schmeiß einfach hin. Mal hin. Da, danke. Schon. Danke. Liegt schon längst. Danke. Ich bedanke mich. Auch im Namen meiner Familie. Echt? Ja, schon. Ja, die Miele-Kills mache ich dann, glaube ich, irgendwann. Anders auf die konzentriere ich mich wohl nicht mehr, weil das ergibt eh keinen Sinn. Weil die mache ich auch irgendwie einfach so random einfach. P9 ist aber auch ein Sniper. Es ist alles ein Sniper. Ja. Ich snipe da AK. Digga, es ist nicht ohne Grund, dass sie dir für die AK-Flaggen 6-fach bis dir geben. Das ist ein Zweibeiner. Dann snipe du mit dem noch, genau wie mit der K30. Okay. Oh, die schießen hier mit einer 50er rein. Ich muss gehen. Puh. Ich lade nach! Warum sind da so viele tot? Verhindert,
Das ist der Einzige. Okay, komm mit. Der Einzige, Hilfe. Ich komm mit! Ich komme doch mit! Ich hab das Gefühl, die springen aus dem. Und einer sitzt hier oben auf dem Dach auch noch. Unangenehm. Geh weg. Geh doch bitte weg. Kann ich noch holen? Digga. Ja, ich versuch's, ohne zu nahe zu kommen. Wegen dem scheiß Konto. Die 50er. Man muss sie einfach mögen. Würdest du mich nochmal anfassen? Achso, da bist du. Ja, ja. Fass du gegen dich an? Oh oh. Autsch. Oh, hat auch eine Pause? Ja. Passe Dosierung an! Mach sowas nicht! YTTV ist wieder da. Nice. Wo? Hier. Der Gefahrenmarkierung. Und oben auf dem Dach steht auch wieder einer. Scheiße. Danke. Ich melde den jetzt mal. Ich glaube, es lohnt sich, bei dem mal reinzugucken. Seitens EA meine ich natürlich. Bald kann man rein? Oh, sag ja, doch ich. Was, Digga! Ja. Ah. Markiert! Du? Warum? Warum du nichts machen? Markiert gewesen! Weiß nicht, ich hab das Geräusch nicht gehört, dass die Markierung kommt. Spalte habe ich noch gehört von dir, aber ich wusste natürlich nicht, wovon du redest. Das habe ich auch zum ersten Mal jetzt gehört. Dass man da rein kann. Coole Position allerdings. Auch finde ich gut, dass du so mitleidest, wenn ich sterbe. Finde ich gut. Vehicle damaged? Das Ding ist weg. Konto ist weg. Ich habe einen Kill nicht bekommen, aber ich habe einfach nur gedamaged. Okay. Das war gut. Das wurde Zeit. Ein bisschen spät. Hätte sich früher ein bisschen anstrengend dran, ne? Womit hast du denn gedamaged? Na, mit der Granate. Wir haben fast alle Sektoren gesichert.
Wir können noch gewinnen, wir haben alle Sektoren. Also nicht ganz, aber fast alle. Wie viele Kreise hat denn der überhaupt jetzt, der TTV? Ah ja. Jetzt sehe ich ihn gar nicht. Ach da, ja. Ja, sieht eigentlich 31-21 jetzt nicht so auffällig aus, ne? Aber manche seiner Kills, wenn er dann schon Feuer schießt oder einen durch vollen schwarzen Rauch einfach sieht und direkt auf einen schießt, da denkt man sich so, wie machst du das? Nein, er kann einfach reinsprayen, das mache ich auch öfters. Ja, ist schon klar, aber der hatte gar keine Ahnung, dass da wer... Okay, dann habe ich einen Hitmarker bekommen. Nein, er hatte keine Ahnung, dass da wer kommt. Da war ich noch mit ihm alleine an der Flagge. Man kann ja auch kaum mit Blind reinballern, also so ist ja auch immer nicht. Ja komm, ich habe den Rauch nicht geworfen. Er. Und er hatte mich vorher nicht gesehen, dann schmeißt er den Rauch und ballert dann direkt durch den Rauch auf mich. Also ich schieß auch in Rauch rein und ne, ist ja klar, damit man irgendwen trifft, aber... Ja, es kann alles legit sein. Manche Aktionen kamen mir fishy vor. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber wir können diesen Verlust ertragen. Doch noch knapp geworden, ja. Wir hatten eine lange Zeit jetzt am Ende viele Fragen. G-Man, I was the real MVP. G-Man. Würde ich jetzt nicht sagen, weil der G-Man, ich sehe ihn noch nicht mal auf der Liste. Aber du, wenn er im Chat schreibt, dass er der wirkliche MVP ist, dann müssen wir ihm glauben, dann stimmt das auch. Oder nicht? Ich meine, die Grundregel ist doch, was im Internet geschrieben wird, ist immer wahr. Und das ist ja quasi hier das Internet, ne? Also. Nee. Alles, was in Wikipedia geschrieben wird, ist wahr. Zweifelst du Wikipedia-Daten an? Nee, ich habe ja gesagt, Naja, man kann auch wirklich alles umschreiben, also so ist es nicht. An vielen Stellen wird es, glaube ich, gut moderiert. Maria Falk, aber ich muss kurz mein Handy-Ladekabel suchen und holen. Ja. Ich brauche noch einen Kill mit einer MP für 10 Battle Pass Punkte. Boah. Das ist eine Menge. Da rappelt's im Karton. Aber die Kontaktkarte in groß muss man komplett nochmal neu lernen, ne? So viele neue Locations. Aber ist gut. Ab morgen ist dann Sommer, hab ich gehört. Sommer befohlen. Sommer ist befohlen, genau. Oh, ich muss meine Markise mal kurz einfahren.
kommt mir nicht in die Quere und versucht Schritt zu halten. Wir haben einen Notfall. Russische Truppen wollen ein Datenzentrum im südkoreanischen Songbo übernehmen. Was auf diesen Servern ist, wollt ihr nicht wissen, aber sie sind wichtig für unsere Operationen in dieser Region. Weitere Einsatzkommandos sind bereits unterwegs. Ihr müsst eure Angriffe koordinieren und die Ziele sichern. Macht euch marschbereit. Ziemlich viele AIs auf dem Server. Ne? Oh fuck. Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen. Halt die Ärger, ne? Truppen kontrollieren die meisten Sektoren. Hä? Irgendwie was Undeutliches gehört. Ja. Ah, jetzt sind die AIs Uber, weg. Mit. Bitte? Uber, bist du mit? Wohin? Ja. Tuk-tuk. Ein höher schießt, ne?
gerettet werden! Falsche Taste gedrückt, fuck. Hier könnte hilfreich sein. Mist, auch mal schon wieder. What the fuck? Ach, hier kommen wir weg. Gegner verletzt! Stimmt jetzt nicht! Oh, auf dem Dach sitzt die Sau. Auf dem Dach, da oben? Der ist schon wieder da runtergekommen. Ah, fuck. Der hat mich von hinten geholt. Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Nicht mehr hinter der Mauer ist er, glaube ich. Ah, da kommt wieder einer links. Ach, scheiße. Markierung ist am anderen Ende der Karte. Wir müssen los. Die Russen haben Sektor Alpha. Was bedeutet die gelbe Markierung? Die habe ich noch nie gesehen. Suflom. Ah, okay. An meiner hinteren Markierung sammeln. Ja, okay, geht los.
Sie wird es besser. Das stimmt. Hatte mit dem blassen Maul. Puls, Atmung, wer sagt's denn? Ich muss keinen komplett abgegradeten Maus oder so. Steigt mal an. Jo, bin drin. Jo. Das müsste schon das gute Zeug oben dran auf dem Mount, oder? Ich hab irgendwie was. Ich hab nur die A. Oben sitzt der Flo, den wir nicht kennen. Ja, schau mal kurz. G. G. Der gute alte G-Punkt. Also Flagge. Oh, 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 oh. Sektor Alpha, jetzt sicher. Hab ich die ganzen Assists bekommen? Ich hab mir mal einen gegönnt. Warte, ich gönn mir noch einen. Jupp. Nice. Und da gönn ich mir auch noch einen. Oh, das ist gute Geschütz, das ist glaube ich noch 50er Ding sogar. Da hinten sogar noch einer, gell. Ärgern der Markierung! 220 Grad! 110 Meter entfernt! Ich glaube, was da hinten ist, wenn ich glaube, ist. Mein Geschütz nicht so weit runter. Na, ich weiß, ich hab's eh schon gerochen. Schade. Schade. Aber dass der einen, dass ein Dreier-Set von C5 ausreicht, um Maufwerk zu ballern, der müsste mehr aushalten eigentlich. Oh, das Wetter schlägt um!